Das ist gruselig. Waren wir hier eigentlich schon unten? Ich weiß es nicht mehr. Hier runter. Den Gang rein waren wir auf jeden Fall noch nicht. Da rechts auch. Ne, das spiegelt nur. Okay. Autsch. Verdammt. Ah, mein Bein. Aua. Ja, da geht's nicht weiter. Okay, da ist ein bisschen Redstone, was wir mitnehmen können. Ja, ich glaube, das ist sinnvoller, die Silk Touch Pickaxe dafür zu nehmen. Und dann oben die Sachen mit Fortune abzubauen. Habe ich noch? Doch, Kohle habe ich genug dabei. So, hier unten ist der Lavasee, ne? Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht reinfallen. Geht's denn hier drumherum noch weiter? Das ist die Frage. Ja, das habe ich früher immer gerne gemacht in Minecraft. Mich einfach um so Lavaseen rumgebaut und dann gehofft, dass was passiert. Und ich bin ja eigentlich nicht der große Schisser, ne? Aber jetzt mit der Musik, das ist schon gruselig. Gruselig, gruselig. Aber hier ist anscheinend nicht mehr. Ne, das bringt mir nichts. Ah, okay. Gut, das Lapis lasse ich mal da drin, weil ich habe Angst vor der Lava hier. Das muss ich so ganz klar sagen. Aber wir könnten uns hier mal rüberbauen. Vorsichtig. Hallo? Hallo? Okay, anscheinend ist hier nichts. Dann hole ich mir mal die Erze da raus, die wir kriegen können. So. Da packe ich nochmal eine Fackel hin. Und ein bisschen Gold. Ah, ich habe jetzt auch, ne, in den Osterferien, da war ich in der Region München unterwegs. Da Familienbesuche, ne, und sowas. Und was ich da gesehen habe, ist, oder gelernt habe, ist, wie heutzutage ja so fast 12-Jährige Minecraft spielen. Und ich muss sagen, da ist sehr, sehr viel, glaube ich, heutzutage einfach durch YouTube-Videos und so mit Mods, dass es sehr, sehr stark der Drang ist, mal die Mod auszuprobieren, 20, 30, 40 Mods auszuprobieren und dann anschließend ja ganz viele Welten irgendwie einzeln zu starten, aber nicht wirklich, so wie ich das für mich zumindest damals auch gespielt habe, dass man dann sagt, okay, ich erstelle mir jetzt eine Welt und da spiele ich drin und dann baue ich was drin und dann versuche ich möglichst kreativ zu sein, möglichst viel zu bauen. Und ich glaube, das ist gerade dieses ich will viel bauen, das ist, glaube ich, echt extrem davon abhängig, was für ein Typ man ist. Ist man der Typ, ich baue gerne was, ich bin gerne kreativ, was ich immer hatte als Kind, Lego und sowas, ne, stand bei mir immer ganz oben auf den Wunschzetteln. Oder ist man halt jetzt heutzutage vielleicht ein bisschen weniger kreativ, vielleicht auch geschuldet so ein bisschen durch, ja, die ganzen Videospiele, das ganze Internet, das ganze schnell, 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 was man dann natürlich, wenn man in Minecraft viel bauen will, ja nicht so hat. Ah, okay, der Fehler ist weg, gut. Aber es hat mich schon ein bisschen überrascht. Ne, also diese Art und Weise, dann nicht die Geduld unbedingt auch zu haben, mal was zu bauen, mal den Schiss zu haben, was ist, wenn da jetzt mich Monster gleich angreifen, ich will da nicht hingehen. Ich glaube, das ist heutzutage so ein bisschen genommen, aber dadurch, das kommt auch, glaube ich, einfach dadurch, dass man Minecraft mittlerweile natürlich ganz anders verstanden hat, beziehungsweise, dass man natürlich durchs Internet auch von Minecraft ziemlich gut weiß, was es da alles gibt für böse Sachen, wie man dagegen gut kämpft.
schnell die passende Verzauberung drauf und dann ist gut. Und das hatte man ja früher nicht, wenn ich überlege, wo ich Minecraft gespielt habe. Klar, man wusste grob, was es für Viecher, für gegnerische Monster und sowas gab, aber da hat es dann auch größtenteils aufgehört. Also viel weiter ging es ja nicht. Der Rest war dann Learning by Doing und sich mal erschrecken lassen von den ganzen Mistviechern. Und ich glaube, heutzutage ist Minecraft auch einfach ein bisschen zu sehr, ich sag mal, von der Community explored und zu sehr, dass man zu allem Möglichen weiß, so und so läuft das hier. Und wenn du jetzt gut spielen willst, dann machst du so und so. Und auf der Karte, wenn dann ein Buried Treasure ist, dann musst du hingehen, bis du bei dem richtigen Pixel angekommen bist. Und dann kannst du hier so, 3 Blöcke so, 4 Blöcke so. Und dann findest du immer den Buried Treasure. Das ist auch was ich, ne? Klar, gibt's, das weiß man mittlerweile. Aber ich kann mir natürlich auch so ein bisschen den Spaß dadurch versauen. Und, ja, wir haben dann auch gemeinsam gespielt. Und, ja, dann habe ich auch einfach mal den Test gemacht und gesagt, ja, hier, mach doch jetzt mal, behalt doch erstmal Stone Tools, ne? Lass dir Zeit, nimm erstmal nur deine Stone Tools und dann kannst du später immer nochmal upgraden. Und, ja, auf einmal war das Upgrade zu, wie heißt es, zu Eisen viel, viel cooler und viel, viel angenehmer und viel, viel besser als, vom Gefühl her viel, viel besser, als es jemals zuvor war. Einfach weil man es nicht gewohnt ist. Heutzutage geht es ja so schnell, so viel mit diesen Videos auch. Ja, hier schnell in eine Höhle, einfach runter, möglichst schnell Eisen abbauen, alles aus Eisen machen, alles aus Diamant machen. Autsch! Aua! Mistkerl! Mistkerl! Mistvieh! Mistvieh! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Okay. Okay, der Kleine ist tot. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich den erwische. Okay. Skelly ist tot. Und dann gehen wir weiter. Huh. Da ist aber viel los da unten. Okay, ich habe kaum noch Fackeln. Das ist irgendwie ein bisschen blöd gerade. Bräuchte definitiv irgendwie immer mehr Fackeln auf Tasche. So. Okay. Ups, falscher Knopf, ganz schnell. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Einmal gucken, ist nichts zu sehen. Boah, diese Musik gerade, ne? Alter, macht mich das kirre. Oh, da komme ich nicht drauf klar. Oh, da darf ich nicht reinfallen. Da sind Diamanten. Okay, da sind Diamanten. Da ist ein Creeper. Okay, und er ist tot. Warum macht mich das gerade fertig? Ich hätte das nicht machen sollen mit der Höhlen-Playlist. Alter. Mein Puls geht hoch. Aber sowas von. Okay, dann lasst uns hier mal erkunden. Da oben waren wir schon mal. Da kommt ein Zombie. Ich renn weg vor dir. Ich will erst ausleuchten. Okay. Das ist ein Skelett. Das muss ich jetzt nicht haben. Wo sind sie? Wo ist das Skelett? Da hinten ist das Skelett.
Das bringt mir so nichts. Patsch. Und weg. So, Skelett, da hinten bist du. Badam. Sehr schön. Hier müssen irgendwie noch ein, zwei Fackeln hin in die Mitte. Dann haben wir es, glaube ich. Okay, hier geht ein Gang runter. Das wäre was, was so aussieht, als könnte man es gut erkunden gehen noch. Aber dafür müssen wir erstmal hier alles ausleuchten. Oh, scheiße. Wo ist der Creeper hin? Wo ist der? Oh, Zombie! 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 Wo kommt der denn jetzt her? Oh, warum tue ich mir das an? Okay. Die ganzen Monstersachen schmeiße ich gleich weg, wenn wir die nicht brauchen, weil wir die eigentlich wirklich nicht brauchen. Und da kommt noch ein Zombie. Ey, ich könnte. Und der Creeper ist auch irgendwo weg. Eis aber auch. Oh, Mann. Okay, da oben ist der Creeper. Scheiße, nein. Weg. Oh, nicht, dass da oben gleich noch einer ankommt. Ne, hier ist gut. Hier ist insgesamt gar gut, ne? Dieser ganze Bereich. Ich höre einen Enderman. Und ich höre erneut einen Enderman. Natürlich. Scheiße, was ist das für eine Riesenhöhle? Holy shit. Und da unten ist noch wieder eine Eisenader. Holy shit. Okay. Dann leuchte ich bis hier erstmal nur aus. Dann haben wir hier auch einiges, was wir wieder, wo wir wieder die Ressourcen rausholen können. Ich glaube, das ist ganz gut, ne? Ah, denke ich mal. Keine Ahnung, wo der Enderman ist. Ich habe auch eigentlich keinen Bock, das rauszufinden, wo der Enderman ist. Aber auf jeden Fall ist da unten noch super, super viel große Höhle. Haha. Okay. Bleiben wir erstmal hier. Bleiben wir erstmal hier, wo wir sind. Und dann können wir später nochmal gucken, was wir sonst noch finden. Wir haben ja schon wieder zwei Diamanten rausgezogen. Das ist gut. Ah ja. Ein bisschen Bilanz ziehen, ne? Ist ja auch mal eine gute Sache. Gut, da oben ist Lapis. Der Lapis interessiert mich gerade nicht. Wir haben eigentlich mehr als genug, um um zu enchanten. So, wir könnten uns ja theoretisch noch eine zweite Rüstung machen, die wir auch enchanten, wo wir dann gucken, was wir da runterkloppen wieder, um uns eine möglichst gute Rüstung irgendwann zusammen zu machen. So, hier das Lapis nehme ich mir mit. Da können wir da später oben alles am Strand schön eins nach dem anderen uns mit Fortune abbauen. So, hier ist Gold. Und da unten ist ein Spawner. Heilige Scheiße. Ah! Nee. Okay, tötet euch gegenseitig. Das ist eine gute Idee. Okay, ich muss mich da erst runterbauen, sonst bringt mir das nichts. Und nicht, dass hier nebendran noch Monster spawnen. Okay. So, Skelett-Spawner. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wäre natürlich cool, wenn wir uns den auch noch ausbauen würden. Wir haben ja schon einen Zombie-Spawner hinten gefunden, aber ein Skelett-Spawner für Knochen wäre natürlich grandios, wobei ich den Spawner unterm Dorf ja auch ausbauen wollte. Was haben wir denn hier in der Kiste? So, Weizen brauche ich gerade nicht. Gunpowder interessiert mich gerade auch nicht. Gut, Kohle nehme ich mit. Rotten Flash kann ich eh hier lassen. Dann nehme ich lieber Gunpowder mit. Und die Diamond Horse Armor. Komm, die 6 Weed, ne? Das lassen wir alles erstmal hier. Okay, Rüstung ist noch heile. Das sieht gut aus. Ich finde, zum Erkunden finde ich diese, ne, diese engen Höhlen, die wie früher sind, viel, viel spannender.
Scheiße, ich habe zu wenig Holz dabei. Aber, ne, ich finde diese Höhlen, wo wir jetzt sind, ich finde das viel, viel spannender zu erkunden, weil es alles enger ist. Nicht so einsichtig und ich habe jetzt keine Ahnung, wo hier vielleicht das Skelett sein könnte. Ich finde das so viel, viel angenehmer. Also angenehmer, aber trotzdem spannender. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach... einfach interessanter.